Umgebung, ich begrüße Sie zu unserer 40. Sendung am Sonnabend, 7. Oktober 2017. Wir Schüler der Regionalen Schule am Schnellersee in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabendlaufen zu sehen. Die Sendegenehmigung hat der Heimatverein Bad Klein bekommen. Heute bin ich Laura Weiler für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton waren der Verantwortung von Julia Mannerow. Den Schnitt und die Gestaltung hatte Mercedes Lange gemacht. Redaktionsleitung war bei mir. Was haben wir heute im Programm? Charlotte und Laurenz waren beim Dorf und Kinderfest in Galentin. Die Nachrichten aus Bad Klein, ein Ladengeschäft in der Hauptstraße 59 und von der Gemeindevertreterversammlung in Bad Klein. Jetzt aber erst die Informationen aus der Region, die Notfalltelefonnummer vom Kabelnetzbetreiber Bad Klein, des Zweckverbandes Wismar und Jenny Marcom in Schwerin. Der Heimatverein mit neuen Informationen. Unser Galentiner Bürger Klaus Hofmeister hat für uns als Bad Kleiner, Galentiner und Umgebung einen Fotokalender entworfen mit Aufnahmen aus Bad Klein. Dieser Fotokalender für 2018 ist jetzt fertiggestellt und steht zum Verkauf in der Gästeinformation im Edeka Markt Bad Kleinenmeier und auch erworben. Ein schönes Erinnerungsstück für Bad Klein, die Bad Klein noch in ihrer alten Fassung an diesen Bildern wiedererkennen wird. Der Heimatverein Bad Kleine hat auch dieses Jahr die niederdeutsche Bühne Wismar eingeladen und die kommt am 15. Oktober. Diesen Termin unbedingt vormerken. Mehrzweckhalle, niederdeutsche Bühne Wismar. Für Getränke und Knapperei ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und lassen Sie sich begeistern von der mecklenburgischen niederdeutschen Bühne. Jetzt sehen Sie den Filmbeitrag aus Galentin, Kamera Laurenz Fleming, Regie Charlotte Raben. Dann folgen die Nachrichten aus Bad Klein, unter anderem ein Ladengeschäft in der Hauptstraße 59 und ein Beitrag von der Gemeindevertreterversammlung aus der Mensa in Bad Klein. Die Eröffnungsfeier von Lydias Lädchen gefällt mir sehr gut hier. Es ist fantastisch. Für die Kinder ist versorgt. Hauptstraße 59 in Bad Klein. Am Verkauf Lydias Lädchen. Ich hab zwei bekommen und bei einem war. Für die Kinder war Tombola, fürs leibliche Wohl wurde auch gesorgt. Es gab kostenfrei Bratwurst, Getränke. Für die Musik auf der Veranstaltung war ich verantwortlich. Pass mal kurz auf die Augen. Du möchtest lose, dann pass mal auf die Augen. Okay. Und ich weiß nicht, wie lange ich mir noch sage, was ich im Richtigen verschweige. Sonst wüsstest du von mir, ich sehne mich nach dir. Die Gefühle haben Schweigepflicht. Ich bin so zu lieben. Hallo, ich bin Sascha, ich bin von der Gemeindevertreterversammlung in der Mensa in Bad Klein. Sehen Sie jetzt unseren Beitrag. Hallo, Herr Berndrei. Okay. Ich bin von dem Regionalfernsehen in Bad Klein Schule. Was machen Sie hier? Ich bin Gemeindevertreter seit 1994
bin Finanzausschussvorsitzender, arbeite im Hauptausschuss mit und bin auch Vertreter unserer Gemeinde im Zweckverband Wismar. Was machen wir heute? Ja, heute sind zum Beispiel insgesamt 4 oder 5 Finanzthemen auf der Tagesordnung. Es wird der Haushaltsabschluss 2014 und 2015 werden beschlossen. In diesem Haushalt oder für dieses Jahr soll auch der Bürgermeister für diesen Haushalt entlastet werden. Wir haben auf der Tagesordnung neue Straßenreinigungsgebühren, also Straßenreinigung und Winterdienst. Und wir haben auf der Tagesordnung einen Vertrag, es soll ein neuer Funkmast gesetzt werden. Einen Mietvertrag haben wir auch damit auf der Tagesordnung. Dankeschön für das Gespräch. Bitteschön. Der Bürgermeister eröffnete die Versammlung und stellte fest, dass man beschlussfähig ist. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Gemeindevertretersitzung nach der Sommerpause. Und ich begrüße natürlich auch unseren LVB und die Vertreter des Regionalfernsehens Bad Kleinen recht herzlich. Einwohnerinnen und Einwohner sind heute nicht da, also können wir uns ein bisschen sparen. Bevor ich das wieder vergesse, beim letzten Mal möchte ich die angenehme Aufgabe natürlich sofort. Glückwünsche zum Geburtstag. Geburtstag hatten in der Zwischenzeit Sabine. Alles Gute nachträglich für die Bühne. Zur heutigen Tagesordnung. Ich stelle das ordnungsgemäße Laden zu heute ein. Gibt es da Widerspruch? Die Tagesordnung, Punkte wurden aufgerufen. So beschlussfähig sind auch entschuldigt ist Herr Wirth heute. Ich war vor einer Woche zur ersten Fachtagung Elektromobilität in Neustrelitz. Das ist das Landesenergiezentrum Erneuerbare Energie. Eröffnung der Sitzung, Änderungsanträge zur Tagesordnung, Billigung der Sitzungsniederschrift, Information des Bürgermeisters, Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der Sitzung, Vorstellung eines Konzeptes, Beratung und Beschlussfassung zur Straßenreinigung. Was im Plan ist, kriegen Sie ja gar nicht raus und so weiter. Ja, hatten die eigentlich noch keinen Plan dafür. Deshalb habe ich natürlich erstmal gesagt, mich als Gemeindevertreter bei Klein geoutet, dass wir auf dem Bahnhofsvorplatz eine E-Tankstelle bzw. Ladesäule in Planung haben und habe denen das vielleicht für Herrn Rode interessant, die Anregung gegeben. Schreiben Sie doch einfach die Bauämter in MV an und dann bekommen Sie heraus, wer was Haushalt. Dann Heinrich als Finanzvorsitzender. Gab es auch bekommen? Eine Badeinsel mit 13.000 Euro. Wir haben über die Badeinsel diskutiert, will ich jetzt hier nicht nochmal aus. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes hat unsere Unterlagen geprüft für 2014 und 2015 und hat für 2014 sein Bestätigungsvermerk dafür erteilt, so wie im vergangenen Jahr. Frau Müller ist ja Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, prüft in unsere Gemeinde. Aber trotzdem, wer sich das anschaut, es ist ein Riesenberg Arbeit, der aufzuholen ist. Auf unserer Seite die Straße gepflegt ist, auf ihrer Seite. Bert Heidrich erläuterte die Situation. Dann wende ich mich an den Kreis, so wie ich es vor 3 oder 4 Jahren gemacht habe, als die Straße zugewachsen war. Danach wurde sie aber gleich freigeschnitten, da hat das reagiert. Dort gab es bis jetzt noch keine Einigung vom Bürgermeister Zickhusen. Die Angelegenheit wird jetzt weitergereicht zum Kreis Zickhusen, weil da die Busbetriebe sich dort beschwert haben. Frau Winter sagte mir, das Problem ist bekannt, sie hat es an ihren Fachdienstleiter, Herr Fritsch heißt er, glaube ich, also an ihren Tiefbaubearbeiter mitgegeben. Aber durch die Blume hat sie mir gesagt, es liegt nicht am Amt, es liegt am Bürgermeister der Gemeinde Zickhusen, Herrn Rotter. Das war unser Bericht abends im Ich berichte heute vom Kinderdorffest in Galentin. An der Kamera steht Laurenz Fleming. Ich bin Charlotte Ramm. Sehen Sie mein Bein. Hallo liebe Galentiner, liebe Gäste,
von nah und fern, habe alle das tolle Wetter mitgebracht, da bin ich total begeistert. Ich eröffne heute das 12. Kinderfest. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt Kuchen, Bratwurst und Stockbrot. Müsste jetzt eigentlich sein. In Hüpfburg vor Ort. Bogenschießen gab es auch, nur sehr wenige haben getroffen. Mama, er hat gesagt, er wird auch Bogenschießen machen. Clown Kai hatte die Seifenblasen veranstaltet. Es gab auch Kinderschminken, wo sich alle Kinder dran erfreuten. Das Pferd ist so groß, ne? So breit! Keine Bisschen, die Pferde an einer Seite, nur die schön lang werden. Man kann es dann. Es gab auch Reiten. Viele Kinder mochten auch diese Sache. Drei Schafe! Für tolle Musik und Tänze sorgte die Tanzgruppe der Musikschule Wismar. Toller Rock'n'Roll, ein bisschen Swing. Also es ist auf jeden Fall für allen was dabei, für groß, für klein und für jung und alt. Viel Spaß! Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfreuliche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, vom Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm auf diesem Kanal laufend zu sehen. Die Leiterin und Regie hatte ich, Laura Weidmann. Ihr Lokalfernsehteam der regionalen Schule am Schliener See. Man sieht sich, Ihre Laura Weidmann mit dem Team der AG Fernsehen der regionalen Schule am Schliener See. Und tschüss.